Jetzt aber zurück hier zum Spreewald. Zu dem gehört natürlich die Spree, völlig klar, sagt ja schon der Name, aber auch das Leinöl. Denn Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl sind hier im Spreewald eine, wenn nicht sogar die Delikatesse überhaupt. Das Öl selbst schmeckt so ein bisschen nussig, ist aber auf alle Fälle sehr gesund, weil Cholesterin senkend. In dieser Mühle hier hinter mir, da wird es noch so hergestellt wie in der guten alten Zeit. Vom Rösten des Leinsamens bis hin zum Auspressen. Und offensichtlich lohnt sich das. Es muss sehr gut schmecken, denn die Kundschaft, die nimmt sehr weite Wege in Kauf, um hier ihr warm gepresstes Leinöl einzukaufen. Was den Spreewald von seinen